Liebe Zuschauer, es ist mal wieder soweit. Maaßens Wochenrückblick. Ja, und wir hören ja recht viel in den vergangenen Tagen und Wochen. Und wir werden uns heute explizit einmal über das unterhalten, was Hans-Georg Maaßen in Thüringen vorhat, was er dort seinen Wählern an Verheißung bringen kann. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Guten Morgen, Herr Weber. Guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Herr Maaßen, Sie sind ja recht aktiv in Thüringen, in Schmalkalden, in Meiningen, in Suhl, in Hildburghausen, ist ja, glaube ich, so das Kerngebiet. Wie sahen so die letzten Tage aus? Also die letzten Tage sahen oder die letzten Wochen sahen so aus, dass ich mir für jede Woche einen Landkreis vorgenommen habe. Ich hatte eine Hildburghausen-Woche, eine Suhl-Woche, eine Schmalkalden-Meiningen-Woche und eine Sonneberg-Woche. Und dann bin ich durch die Region gefahren, habe mit Bürgermeistern gesprochen, habe mit Bürgern gesprochen, saß auf dem Marktplatz, auf dem Altmarkt von Schmalkalden und habe Bier getrunken mit Leuten, mich über Politik unterhalten, habe Firmen besucht, habe mit Landwirten gesprochen. Ich wollte einfach das Land kennenlernen, die Probleme, die Menschen, zu sehen, wie die Leute ticken, was sie für Probleme haben. Und ich fühle mich, wenn ich Bundestagsabgeordnete für den Landkreis würde, als deren Anwalt oder Botschafter in Berlin. Und um das machen zu können, muss man auch wissen, was die Probleme sind, wie die Menschen empfinden und fühlen. Und das ist schon ein großer Unterschied zwischen der Region und den städtischen Ballungsgebieten, wie zum Beispiel Berlin. Es ist aber so, dass Sie jetzt, um es konkret zu fragen, das fragen viele Zuschauer aus den Landkreisen, Sie benutzen das nicht nur als Sprungbrett für den Bundestag, sondern Sie wollen auch danach für die Leute noch etwas tun. Also das ist nicht wie üblich, ich kenne Sie als verlässlichen Menschen, sondern dass Sie sagen, das ist mein Wahlkreis und diesen Wahlkreis nehme ich recht ernst. Das ist so, das ist dann mein Job. Ich bin der Interessenvertreter dieser Region im Bundestag. Und was ich eben mitbringe, ist meine Erfahrung aus Berlin und auch damals aus der Hauptstadt Bonn, wo ich schon für die Bundesregierung in vielen Parlamentsausschüssen saß und das Parlament sehr gut kenne. Ich weiß, wie Gesetze gemacht werden. Ich weiß, wie Politiker arbeiten. Ich kenne die Leute. Ich bin gut vernetzt. Das bringe ich mit. Und ich will dort natürlich Politik für den Wahlkreis machen, werde auch weiter im Wahlkreis dann wohnen, aber ich werde auch über den Tellerrand, ich sage mal, der Wahlkreispolitik hinausschauen und so kennt man mich auch und an der Bundespolitik mitwirken. Nun gibt es ja in Ihrem im Kreis Südthüringen sehr interessante Firmen von Kleinstbetrieben, Mittelstandsbetrieben, die ja wirklich, und ich bin in der Gegend oft unterwegs, die verdienen ja mehr Beachtung, als das jetzt der Fall ist. Es gibt ja tolle Unternehmen dort, wie gesagt, kleine Betriebe, Ein-Mann-Betriebe, 5-Mann, 10, 100-Mann-Betriebe. Setzen Sie da auch einen Schwerpunkt darauf, dass man sagt, diese Region, Sie sagten ja, das ist, was den Besiedlungscharakter angeht, es gibt ja ein paar Städte dort, aber ansonsten sind es doch eher kleine Ortschaften, die wir dort vorfinden. Legen Sie da auch Wert drauf, die Gewerbetreibenden dort zu stärken? Ja, natürlich. Also ich habe mit vielen Gewerbetreibenden, mit vielen Unternehmern gesprochen. Ich kann bestärken, was sie sagen. Es gibt da, man kann sagen, Hidden Champions, Unternehmen, die eigentlich in Deutschland, ich sage mal, bis auf die Branchenkönner niemand kennt, die aber weltweit einen Ruf haben und weltweit exportieren. Ich sage mal, vom Stimmgabelhersteller in Zell-am-Mehlis, der weltmarktführend ist, für medizinische Stimmgabeln, für musikalische Stimmgabeln, kennt sonst eigentlich keiner Bachtelmess in Zell-am-Mehlis oder der Weltmarktführer im Stechmückenfallenhersteller, bei Stechmückenfallen, der nach Brasilien und nach Afrika exportiert. Viele kleine Mittelständler, die Zulieferer der großen Automobilhersteller sind, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind für die deutsche mittelständische Wirtschaft. Und mit denen unterhalte ich mich und lerne auch aus deren Erfahrungen und Problemen, wie beispielsweise die immensen Preissteigerungen im Bereich der Rohstoffe, ob es nun Holz oder Zement sind, Gipsplatten und so weiter. Herr Maaßen, jetzt haben wir uns, wir werden uns noch weiter über Ihr Wahlgebiet unterhalten und das, was Sie für die Menschen tun wollen. Viele Fragen erreichen uns. Wir haben jetzt
Der letzte Drittel des Junis hat begonnen. Frage, die CDU/CSU, nimmt die dieses Jahr noch am Wahlkampf teil? Natürlich nimmt sie am Wahlkampf teil. Und das bin nicht nur ich, der Wahlkampf führen wird, sondern Armin Laschet wird auch den Wahlkampf führen. Und ich nehme an, dass er nächste oder übernächste Woche sein Wahlprogramm vorlegen wird. Ich hätte es mir vielleicht etwas früher gewünscht. Aber alles in allem ist es ja nun in diesem Jahr doch für die CDU-Kanzlerkandidatenkür etwas schwieriger geworden, auch was die Zeitachse angeht. Und ich denke, dass Armin Laschet und sein Team im Konrad-Adenauer-Haus dann durchstarten werden, damit die CDU die stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag wird und damit CDU und CSU auch den Bundeskanzler stellen werden. Ich habe eine recht interessante Erhebung bekommen von einem Forscherteam. Die waren in Deutschland, Frankreich, Schweden und Polen unterwegs und die haben festgestellt, die Spaltung unserer Gesellschaft, das ist nicht neu. Hier heißt es auch, dass bisherige politische Reaktionen haben die Polarisierung der Gruppen verstärkt. Also es gibt hier zwei Gruppen, eine klare berechtigte Kritik an der Politik. Konkret, wer beispielhaft immer das Thema Migration und das nicht nur als Segnung sieht, sondern auch als Zumutung, ist für die Gruppe der Entdecker, also links-grün sind die bezeichnet, und das die Nürnberger Nachrichten hier. Also wir sprechen hier von den Nürnberger Nachrichten, wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Zeitungen, die der rechten oder der konservativ-bürgerlichen Szene zuzurechnen sind. Die sagen also, wer Migration nicht nur als Segnung betrachtet, sondern als Zumutung sieht, ist für die Entdecker ein potenzieller tatsächlicher Rassist. Was von linker und grüner Seite mehr oder weniger deutlich nach rechts adressiert wird, womit die Grenze zwischen bürgerlich-konservativen und nationalistisch-völkischen Denken absichtlich verwischt werden soll. Herr Maaßen, ist es nicht an der Zeit, sich nicht mehr nur zu verteidigen, sondern klar zu sagen, für was man steht? Denn die letzten Wochen waren eigentlich davon geprägt, wir sind das nicht, wir sind das nicht. Und das ist doch eigentlich ein Zeichen, wenn die Nürnberger Nachrichten schon berichtet, dass die linksgrüne Front sehr leicht hier die Grenzen vermischt zwischen bürgerlich-konservativ und nationalistisch-völkischen Denken, ist es da nicht mal an der Zeit zu sagen, Moment, ein bürgerlich-konservatives Denken, wir lassen uns nicht ein nationalistisches, völkisches Denken da interpretieren und die Deutungshoheit beim politischen Gegner und bei der Presse zu lassen. Ja, es ist richtig, was Sie beschreiben. Es gibt eine Verwischung, die vorsätzlich gemacht wird zwischen rechtsextrem und rechts und konservativ. Und das von Leuten wie einem Bodo Ramelow, der aus meiner Sicht ein in der Wolle gefärbter Kommunist ist, der seit 1986 bis 2013 vom Verfassungsschutz als Linksextremist, also als Verfassungsfeind beobachtet wurde. Und der deswegen nicht mehr vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, weil er das Privileg eines Parlamentariers genießt und nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr beobachtet werden darf, aber der seine Meinung nicht geändert hat. Und Leute wie er verschieben ganz bewusst, schleichend den Bereich des Extremen in den der politischen Mitte. Und das ist eine Taktik, die auch schon die SED verwendet hatte. Alles, was rechts von der SED stand, waren Faschisten gewesen. Und Herr Ramelow und seine Parteifreunde verwenden ja den Ausdruck Kampf gegen rechts, was aus deren Sicht nichts anderes bedeutet, dass alle, die nicht links sind, dass alle, die nicht linksgrün und sozialistisch sind, als Feinde bekämpft werden. Und der Begriff Feinde wird von denen auch ganz bewusst verwendet, weil Feinde genießen kein Pardon. Feinde werden ausgerottet, werden vernichtet. Und das sieht aus, dass im politischen Bereich diesen Leuten auch kein Podium gegeben werden darf. Das nennt man Cancel Culture auf Neudeutsch. Diesen Leuten soll weder Platz in Zeitungen gegeben werden, noch Stimme in den Nachrichten. Das ist aus meiner Sicht verheerend. Und das drückt sich auch aus in Meinungsumfragen. Sie haben ja vorhin auf die Nürnberger Nachrichten hingewiesen. Ich habe die Tage in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und am Freitag in der Bild-Zeitung gelesen, dass rund die Hälfte der Bürger in Deutschland der Auffassung sind, man kann nicht mehr frei seine Meinung ausdrücken, insbesondere zu Themen wie Migration, wie Islam, ohne direkt in die Nazi-Ecke gestellt zu werden. Das ist das Empfinden, ich sage mal, der Normalmenschen, die nichts mit Rechtsextremen, auch noch nicht mal vielleicht was mit rechts oder konservativ zu tun haben, die einfach nur sagen wollen, sie sind gegen
gegen diesen politischen Trend. Aber wenn Sie es tun, wenn Sie das sagen, dann haben Sie jedenfalls mit Ausgrenzung zu rechnen, mit Stigmatisierung. Das ist all das, was Leute wie Brodo Ramelow natürlich gelernt haben in der DDR, beziehungsweise er war ja DKP-nahe in der westmarxistischen DKP-Schulung, politische Feinde stigmatisieren und ausgrenzen und ihnen keine Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Nun fragen die Menschen, Hans-Georg Maaßen ist CDU-Mitglied. Die CDU hat zum größten Teil jetzt zu dieser Situation mit beigetragen, weil sie ihre bürgerlichen, ihre wertkonservativen Wähler, Sympathisanten nicht geschützt hat, sondern allzu oft der Stigmatisierung, der Diskriminierung ausgesetzt hat. Man hat gesagt, okay, man überlässt das Feld und bevor man da etwas sagt und in den Verdacht kommt, jemanden zu verteidigen, halten wir lieber den Mund. Die Leute fragen uns, Hans-Georg Maaßen, wir schätzen ihn sehr, das darf ich Ihnen sagen, das ist der gängige Kontext, aber Sie sagen, was soll sich dann bitte zukünftig ändern? Möchten Sie, und ich betone nochmal, bürgerlich-konservativ, ich spreche nicht von nationalistisch-völkischen Denken, sondern dass die CDU die Menschen wieder zurückholt. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, bürgerlich-konservativ, dass man sagt, wir geben euch wieder eine Heimat, denn diese Heimat, darf ich Ihnen sagen, finden viele im Augenblick nicht mehr. Es gibt viele in der CDU, auch viele namhafte Persönlichkeiten in der CDU-Führung, die sagen, es ist ein Fehler gemacht worden in den letzten 15 Jahren, dass wir den bürgerlich-konservativen Flügel der CDU nicht gefördert haben, dass einfach viel zu wenig prominente Gesichter aus diesem Bereich in Erscheinung treten. Einer der bekanntesten, aber mittlerweile nicht mehr aktiven ist Wolfgang Bosbach gewesen. Und heute kennt man kaum mehr jemanden, der jedenfalls diesen Flügel vertritt. Aber dies wird durchaus als ein Problem gesehen. Und ich nehme auch wahr, dass die jetzige Tendenz in der CDU in die Richtung geht, dass man eine Breite möchte, nämlich die Breite einer Volkspartei von der CDA, der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, hin eben bis zu den bürgerlich-konservativen. Und wenn Sie sagen, dass die Gedanken und die Lebenswelt der bürgerlich-konservativen von der CDU nicht hinreichend geschützt worden ist vor den Übergriffen, vor den verbalen Übergriffen, vor den Ausgrenzungskampagnen der Linken, kann ich nur sagen, ich stehe dafür, das zu tun. Und wenn ich in den Bundestag gehen würde, würde ich mich auch schützend vor die Bürgerlichen stellen und natürlich auch versuchen, die Linken in die Schranken zu werfen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass die Linken auch wieder stärker in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen werden. Ich darf noch ergänzend sagen zur Nürnberger Nachrichten, und das ist die Spaltung der Gesellschaft von Stefan Sohr, sein Kommentar. Ich fand es so erstaunlich, Nürnberger Nachrichten, ich lese sie ja noch, die hat ja meistens doch Linksabbiegeverhältnis. Bedürfnisse müssen ernst genommen werden. Drittens, Unterschiede in den Bedürfnissen zwischen Entdeckern, das heißt also die jetzt sagen, wir wollen die Genderfizierung, Migration um jeden Preis, und den Verteidigern müssen ernst genommen werden, ohne polarisierte Position zu akzeptieren und zu übernehmen. Auch wieder ein deutlicher Hinweis an die Politik und an jene Multiplikatoren Wissenschaft, Wirtschaft und Medien, die nicht selten fernab der gesellschaftlichen Wirklichkeit sozialisiert sind und den Kontakt mit der tatsächlichen Realität der Menschen, Millionen Menschen eher scheuen, die ein normales, unauffälliges Leben führen, die normale Jobs haben und die fürchten von Staat und Politik nichts erwarten, die von Politik und Staat nichts anderes erwarten als anständiges Handeln, Verwaltungshandeln und gute Regierungsführung. Sie sind die vielbeschworene Mitte der Gesellschaft. Wenn diese ernst genommen wird, dann lösen sich viele Probleme auf. Und das ist ja, glaube ich, das, was Sie jetzt zum Ausdruck bringen wollten. Dass die Mitte der Gesellschaft weiß nicht mehr, wo sie steht. Sie sagt, wenn wir wertkonservativ denken, haben wir Angst. Querdenker, Verschwörungstheoretiker, es ist ja ein Kontext rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextrem, das geht ja alles ineinander über. Und dieses Thema wollen Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, aufarbeiten, um zu sagen, wir geben wertkonservativen Menschen eine Heimat, ich betone nochmal, für Panorama und andere, nicht nationalistisch, völkisch Denkenden, sondern wertkonservativ. Ja, ich würde es nicht, ich selber habe mich eigentlich nie so als konservativ bezeichnet.
Herr Weberson, als Realo. Und Hm. das, was Sie aus den Nürnberger Nachrichten vorgelesen haben, beschreibt vielleicht auch weniger den Wert Konservativen als vielmehr den Bodenständigen, den Geerdeten, einfach den Realisten, der nicht in einem Kreuzberger Wolkenkuckucksheim lebt. Und der, wenn er 1 Euro und 1 Euro zusammenrechnet, bei 2 Euro rauskommt und genau weiß, mit 2 Euro kann er auch nur 2 Euro ausgeben und dafür Gegenleistung erhalten. Die Wolkenkuckucksheimer in Berliner Szene-Kiezen sehen das etwas anders. Und ich glaube, das ist das große Auseinanderklaffen in Deutschland. Es gibt sehr viele Ideologen, sehr viele Theoretiker, die Politik machen, die sich in die Politik hineingesellschaft hatten. Und die normalen Menschen, von denen Sie gerade sprachen, von denen die Nürnberger Nachrichten sprachen, die fühlen sich politisch insoweit abgehängt, als dass sie keine Vertreter haben, die deren Interessen wahrnehmen. Und wenn ich durch Südthüringen reise, merke ich, das ist nicht nur eine ländliche Region, sondern das sind Menschen, die wirklich bodenständig sind, die geerdet sind und die keinerlei Verständnis haben, für theoretische Spinnereien, die komplett am Leben vorbeigehen. Beispielsweise merke ich das, wenn wir über, CO2-Steuern reden, und die Leute natürlich darauf angewiesen sind, mit ihren Autos zur Arbeit zu fahren. Sie haben anders als in Berlin keine U-Bahn und kein ShareNow vor der Haustüre, sondern sie müssen 2 Autos haben. Und jeder Cent mehr beim Benzin ist ein Cent weniger in der Haushaltskasse. Und das sind die Probleme, die die Leute vor Ort haben und um die ich mich letztendlich auch kümmern will, dass diese Leute mit ihren Interessen berücksichtigt werden und geschützt werden. Ich sage mal vor linken Fanatikern und Spinnern, die gar nicht wissen und gar nicht wissen wollen, wie die Menschen, die einfachen und gewöhnlichen Menschen leben. Das ist eine Aussage, das ist ein hohes Pfand, was Sie dort in den Ring werfen. Aber liebe Zuschauer, Hans-Georg Maaßen ist ein Mensch, wir kennen uns ja nun doch schon eine geraume Zeit, also dessen Aussage ist gewichtig. Und ich habe bisher nicht erlebt, trotz größten Gegenwind, dass er einmal gesagt hat, oh, das machen wir jetzt nicht so, weil. Sondern er geht da durch und so möchte ich Ihnen da auch Glauben schenken und kann den Zuschauern sagen, schließen Sie sich dem an. Nun sind ja die Dinge, die wir besprochen haben, Sie sind im Wahlkreis Südthüringen, aber richtigerweise haben Sie ja schon gesagt, das betrifft ja zwar auf der einen Seite ganz Deutschland, aber natürlich auch Südthüringen, was die Meinungsfreiheit angeht. Dort schreiben uns auch viele Menschen an. Wir sehen uns in unseren Aussagen, wir sehen uns genötigt. Das geht schon im Kindergarten los. Das geht in der Schule weiter. Wir getrauen uns im Elternkreis nichts mehr zu sagen. Das geht in den Restaurationsbetrieben, die jetzt wieder langsam öffnen, geht es weiter, dass man ja nicht sagt. Und um es nochmal klar zu sagen, die Meinungspluralität, das ist Ihr Credo, dass Sie sagen, wir müssen uns austauschen von jeder Seite her. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Ich sprach vorhin schon an, dass die Allensbach-Studie, die in der FAZ und in der Bild wiedergegeben wurde, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung für eine Demokratie. In Deutschland ist es ein Problem. Es ist auch ein Problem, ich sage mal, in den USA und überhaupt in den westlichen Staaten, dass die politische Linke sich fanatisiert und den Menschen, die eine andere Auffassung vertreten, die sagen, stopp, so geht es nicht mit eurer Cancel Culture, mit euren Black Lives Matter Demonstration, dass diesen Leuten kein Podium gegeben werden soll. Und ich bin der Überzeugung, wir Bürgerlichen dürfen uns das nicht mehr weiter bieten lassen. Wir müssen in die Offensive kommen, um, ich sage mal, unsere freiheitliche Demokratie vor linken Fanatikern zu schützen und um unsere Demokratie auch zu bewahren für unsere Kinder und Enkelkinder. Denn darauf kommt es vor allem an, dass wir letztendlich auch den Auftrag haben, das, was wir hier aufgebaut haben, auch wieder weiterzugeben. Sie haben die Brücke gebaut, das Thema Linksextremismus. Wir haben durch unseren Bundesinnenminister Horst Seehofer und Thomas Haldenwang haben wir den Verfassungsschutzbericht gehört. Nun sind Sie ja Ex-Verfassungsschutzpräsident und jetzt Politiker. Jetzt kann ja der zukünftige Politiker das mal betrachten. Die Aufhänger waren vom Horst Seehofer und von Thomas Haldenwang
Der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr im Lande. Herr Maaßen, wir haben in der vergangenen Woche in Berlin bürgerkriegsähnliche Zustände gehabt in der Rigaer Straße. 60 Polizisten sind zum Teil schwer verletzt worden. Es mussten Kettensägen eingesetzt werden in der Rigaer Straße. Es sind Räumungspanzer eingesetzt worden. Ist das Thema Linksextremismus, medial ist es mir klar, aber wird es auch gerade von der CSU, dass man nicht mal klar sagt, Moment, dieses Thema ist ein sehr ernstzunehmendes. Und ich habe, und das muss ich offen sagen, ich habe von Menschen, die jetzt über den konservativen Flügel hinausgehen, was ich nicht rechtfertige, aber habe ich noch nicht gesehen, dass es zu Straßenschlachten gekommen ist, derlei Art. Ist es nicht klarer anzusprechen, dass wir ein Rechtsextremismus, aber wir haben ja ein richtiges Linksextremismusproblem und wir haben ein vakantes Problem, was den Islamismus angeht, und zwar täglich in den Familien, weil die Frauenhäuser sind voll mit Frauen mit muslimischem Glauben, die gesagt haben, ich bin froh, dass ich hier in Deutschland bin, jetzt muss ich erleben, dass dieses Märtyrertum, dass diese Gewaltherrschaft in der Familie hier weiter ausgeübt wird. Muss das nicht mehr in den Vordergrund gerückt werden? Ich glaube, wir haben in der Tat ein Problem, dass die Bürgerlichen sich scheuen, das Thema Linksextremismus ausdrücklich anzusprechen. Wir haben ein massives Linksextremismusproblem in Deutschland und ich würde sagen, in zwei Varianten. Das eine ist der legalistische Linksextremismus mit der Partei Die Linke, aber auch mit Politikern in den Grünen, in der SPD, die sich überhaupt nicht scheuen, mit Linksextremisten gemeinsame Sache zu machen. Stichwort Rote Hilfe, wo Kevin Kühnert mit seinen Jusos bei einem Bundestag der Jusos im Dezember 2018 in Düsseldorf eine Solidaritätserklärung mit dieser linksextremistischen und verbotswürdigen Bewegung gemacht hatte, wo die Fridays for Future-Bewegung, in der viele Grüne aktiv sind, auch vor allem die grüne Jugend, keine Probleme haben, mit Linksextremisten gemeinsame Sache zu machen. Und wir haben natürlich auch prominente Linksextremisten in Landtagen für die heutige SED, die sich Die Linke nennt, in Thüringen. Und ich erwähnte schon Herrn Ramelow, den über Jahrzehnte vom Verfassungsschutz beobachteten Linksextremisten. Auf der anderen Seite haben wir einen gewaltbereiten Linksextremismus. Und dieser gewaltbereite Linksextremismus drückt sich nicht nur jetzt in der Rigaer Straße aus oder tobt sich da aus. Wir haben das immer wieder gesehen in Leipzig-Konnewitz. Wir haben es gesehen im Schanzenviertel in Hamburg und beim G20-Gipfel, wo fast ein Teil der Hamburger Innenstadt verwüstet worden war und man letztendlich nach einigen Wochen Presseberichterstattung wieder zur Tagesordnung überging. Diese ganzen linksextremistischen Gewalttaten werden auch durch linksextreme, ich sage mal Journalisten, die wir auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, Linksradikale im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden verniedlicht. Ich habe heute in der Presse gelesen oder auf einer Webseite eines Fernsehsenders gelesen, es gab Rangeleien in Berlin zwischen Demonstranten und Polizeibeamten. Genau das ist die Formulierung für die Verniedlichung linksextremistischer Gewalt. Wenn Polizisten verletzt werden, ist das aus Sicht von linken Journalisten eine Rangelei, nicht mehr. Wir haben in der Tat ein manifestes Linksextremismusproblem, Herr Weber. Das ist das Problem eben des schleichenden Linksextremismus durch legalistische Organisationen, die eben über die Parteien versuchen, Politik zu machen und Journalismus zu gestalten. Und wir haben den linksextremen Straßenmob, der alle paar Wochen wieder hochkommt, ob in Berlin, in Leipzig oder auch anderswo, die Polizisten verletzt und auch an die Wand drückt und vor nichts zurückschreckt und wo diese linken Politiker und Journalisten allenfalls betreten zur Seite schauen. Ergänzend dazu Bremen ein Hilferuf letzte Woche, was die Zunahme von Sachschäden, aber auch von Personenangriffen angeht, bis zu schwerster Körperverletzung und versuchten Tötungsdelikten. Herr Maaßen, jetzt haben wir, nun neigt sich der Juni dem Ende zu. Sagen Sie doch mal unseren Zuschauern, wie die nächsten Wochen ausschauen. Denn Sie sind ja im Kerngebiet
Ihres Wahlkreises unterwegs und das interessiert die Zuschauer. Wann darf man denn Hans-Georg Maaßen nun mal irgendwo erwarten? Sie waren ja schon viel unterwegs und ergänzend dazu haben Sie ja noch eine Menge vor jetzt. Ja, ich habe noch eine ganze Menge vor. Der Wahlkampf dauert ja nun noch einige Monate. Ich werde jetzt, ich sage, meine erste Phase des Wahlkampfes Anfang Juli abschließen. Das ist eben das Bekanntmachen in allen Regionen dieses Wahlkreises. Und dann in der zweiten Phase will ich dann auch noch stärker auf die Bürger zugehen, mich da bekannt machen, auch versuchen, ein anderes Bild von mir gegenüber den Menschen zu vermitteln, als das Bild, das die Medien in Teilen über mich verzerrt dargestellt haben, wo ich den Eindruck habe, ich werde für viele Menschen als, naja, ich sage mal, der Dämon, der rechte Dämon dargestellt, der schwarze Messen feiert und dergleichen. Ich versuche mich jetzt anders darzustellen, werde dann auch auf die Menschen zugehen, ob das bei Volksfesten ist, auf der Straße und so weiter. Und das wird dann bis Ende September so dauern. Ich habe auch vor, oder ein Programm zu veröffentlichen, wo ich wann bin, damit ich auch mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Ja, sehr gut. Ja, liebe Zuschauer, ich kann mich jetzt den letzten Worten nur anschließen. Hans-Georg Maaßen hat, ich sage nicht ein anderes Gesicht, aber es ist auch der Privatmann Hans-Georg Maaßen. Und wer seine Ansichten mal genauer überprüft und deren Belastbarkeit, der wird erkennen, Donnerwetter, das stimmt ja. Das sind ja Dinge, die sind ja in dieser Form sehr, sehr überlegenswert und entsprechend in nahezu allen Bereichen der Realität. Ja, insofern sage ich danke, wünsche Ihnen die Kraft, diesen Wahlkampf erfolgreich für Sie zu führen. Und liebe Zuschauer, meine Meinung ist, ohne bürgerlich-konservative wird es nicht gehen mit einer Zukunftsbetrachtung. Und da sage ich Hans-Georg Maaßen, ja, Sie sind nicht umsonst hier mein Gesprächspartner, da sind Sie der Richtige dazu. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Dankeschön, Herr Weber.